Das Abschlusskonzert des Musikschulverbands Brunn und Maria Enzersdorf im Bruno im Brunn am Gebirge stand heuer ganz im Zeichen des Abschieds des langjährigen Direktors Leo Kremser. Dabei wurde auch der Nachfolger vorgestellt. Musik lag dann aber immer noch reichlich in der Luft. Gehört das zu den gemütlichen Momenten des Bürgermeisterlebens, die Konzerte der Musikschule zu genießen? Ja, schon. Unsere Musikschule ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Ortsgeschehens. Sie blüht und gedeiht. Und das Konzert ist immer so eine Art Leistungsschau, das Abschlusskonzert. Und heuer hat es eine kleine Besonderheit. Unser Musikschuldirektor verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand und das werden wir mit ein paar wenigen, aber doch gehaltvollen Worten zu würdigen wissen. Dass Sie bald in die Rolle des Herrn Direktors schlüpfen werden, was ist denn Ihr Gefühl? Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, wenn die Menschen das Vertrauen in einen setzen, dass man eine Musikschule, die so gut aufgestellt ist und ein wichtiger kultureller Faktor in den Gemeinden, dass man hierfür wert befunden wird, die Nachfolge zu übernehmen, ist natürlich, das macht einen sehr froh, sehr stolz und auch das Gestalten können ist natürlich etwas, was sehr interessant ist nach vielen Jahren hier. Und haben Sie Ideen, Vorstellungen, wie es weitergehen darf? Ja, es ist natürlich, die Anfordernisse ändern sich sehr stark. Also Thema zum Beispiel Ganztagsschule, ja, Kinderbetreuung etc. Das heißt, es wird sehr viel Flexibilität erfordern, sich an das anzupassen. Ja. Es gibt auch von Seiten des Landes, also des Musikschulmanagements, natürlich gewisse Vorgaben. Wir werden das aber so lösen, dass wir das nicht von oben herunter initiieren werden, sondern uns dann zusammensetzen und schauen, wo der Weg hingehen soll. Im besten Sinn des Wortes, wenn du auf deinem Pfad bleiben willst, musst du ihn verlassen. Also das werden wir uns dann ausmachen. Wo liegt denn in dem wahrscheinlich sehr breit gefächerten Musikangebot heute Abend Ihr persönlicher Geschmack? Ach, das möchte ich gar nicht sagen. Live-Musik gefällt mir immer. Ich bin also grundsätzlich kein Freund von akustischer Musik, aber wenn das live dargeboten wird, dann ist das was ganz anderes. Und wenn das auch noch von Schülerinnen und Schülern der eigenen Musikschule ist, also mir gefällt das durch die Bank.